Hallo und damit herzlich willkommen zurück bei No Man's Skies. In der letzten Folge hatten wir ja ein episches Battle, haben leider verloren. Zum Glück nicht alle Sachen, wir konnten nochmal speichern. Und Alfred, wir haben gesehen, Alfred ist einfach ein Goldschatz. Haben wir mit dem eigentlich auch einen Scanner? Nee, ne? Weil der hat uns schon echt geholfen gegen die Wächter. Und wenn wir den nämlich mit zur Siedlung nehmen, dann können die Wächter uns gar nichts mehr, ne? So, ich fliege jetzt einfach mal hier ein bisschen rum, ne? So, la 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 la. Oh, bam. Und dann steige ich mal aus. Weil wir brauchen jetzt noch Pilzschimmel. Und eine unterirdische Blabla. Wir hatten vorhin, hatten wir eine gesehen da hinten. Aber das war dieselbe, die wir vorher hatten. Das war nur eine einzelne, ne? Jaderbsen. Ja, Jaderbsen. Gut. Komm, wir gehen nochmal ein bisschen, ne? Wir reisen nochmal ein bisschen hier. Aber dieses Battle und dieser Riesenwächter, Alter, what the fuck. Hätten wir genug Munition gehabt, hätten wir den auf jeden Fall easy geschafft, ne? Oh, hallo. Da guck ich doch mal nochmal. Alfred, warte kurz. Und das Gute ist, wir sollten kämpfen, während wir nicht im Anzug sind, ne? Weil er nämlich haargenau die Ziele trifft. Und wir müssen dann immer gucken, weißt du? Und dann sind wir nämlich zwei gegen alle. Aber wir, oh, das war echt ein episches Battle, muss ich sagen. Alter Falter. Ja, wir hatten halt keine Munition mehr. Das wurde uns zum Verhängnis. Allein Blitzwerfermunition, guck mal, wie viel wir da verschossen haben, ne? So, haben wir hier irgendwo jetzt? Ich steig nochmal aus. Hier müsste doch irgendwo mal Schimmelpilze sein. Merkwürdiges Vorkommen. Ja, du bist auch so ein merkwürdiges Vorkommen. Da haben wir ein Pilzgeflecht. Ich guck nochmal hier, ob wir hier vielleicht was in der Nähe haben. Nö, da unten halt, ne? Vergangener Vorrat, unterirdisch Relikt, ja, okay. Da, Pilzgeflecht, da sehe ich's. Ja, ist glaube ich nur einer, ne? Egal, wir gehen da mal hin. So, Alfred, lass mich mal hier wieder rein. Oh, das mit dem Minotaurus ist so geil. So! Oh, geil. Und so kommen wir auch schneller voran, ne? So kommen wir eindeutig schneller voran, weil er sein Jetpack auch... Klar, natürlich, es ist nicht viel, aber der lädt das so schnell wieder auf. Das ist unglaublich. So, zack. So, und hier die Scheißdinger nehmen wir einfach mit hier. So, zack. Ne, zack. Guck mal, wie schnell er das abbaut. Wie schnell er die Sachen abbaut. Lalala, lalala, lalala. Da kann man einmal so rumgehen, ne? Ah, da ist ein Wächter. Ja, ein Fight wollte ich jetzt nicht unbedingt wieder machen. Ne? Ein Fight wollte ich jetzt... Tschüss! Ein Fight wollte ich jetzt nicht unbedingt wieder machen. Und das Geilste ist, dass er uns auch folgt. Was? Achso. Er ist wieder hier draufgesprungen, der Alte. Der alte Alfred. Gut, hier haben wir noch und hier haben wir noch. Das wird leider nicht reichen. Da haben wir noch so eine alte Stinkepflanze. Ja, ich erinnere mich gerade, warum wir das Furzhausen genannt haben, ne? So, Pilzgeflecht, 428, haben wir irgendwas in der Nähe. Erbsen, da haben wir noch einen Frachtabwurf. Ja, das interessiert uns jetzt momentan nicht. Wir müssen theoretisch auch wieder unsere Munition wieder haben, ne? Warte mal, ich muss mal hier mal ein bisschen, ne, wir haben den falschen Laser, ne? Genau, wir haben den falschen Laser nämlich in der Hand. So, pain in the ass. Genau, und da haben wir nämlich unsere Munition wieder. Gut, Alfred. Dann einmal da. Gen Norden, Süden. Was bedeutet denn das S? Weiß auch keiner, ne? Oder bedeutet das vielleicht Süden? Ich weiß es nicht. So, Aber das ist so geil. Das macht einfach so viel Spaß, mit dem rumzulaufen. Das ist einfach so geil.
So, weg diese alte Scheißpflanze. Oh. Oh, habe ich deine Mutter getötet? Ne? Und der Alfred, wir haben es ja in der letzten Folge gesehen. Rohes Steak, ja super. Da haben wir viele. Dass der auch mit dem Bohrer die Leute angegriffen hat, ne? Oder mit dem Laser. Ne, mit dem Laser hat er die angegriffen. Ja, ich glaube, weil seine Bomben waren leer, ne? Ja, weil ich glaube, das müssen wir manuell dann auffüllen. So, Pilz geflecht, ein Pilz geflecht. Ein Pilz geflecht. Hier haben wir auch nochmal ein Pilz geflecht. Aber ey, der kann. Vor allem dieser Riesenwächter. Und ich dachte, das wäre schon die höchste Stufe mit den Minotauren da. Ich dachte, das wäre schon die höchste Stufe. Auf einmal kommt er hier, weiß ich was, um die Ecke. Alter Falter. Aber hätten wir, wir hätten es auch, ja, ich denke mal, ich bin überzeugt davon, dass wir es geschafft hätten, hätten wir genug Munition gehabt. Ne? Ich sag mal, vielleicht ist es am besten, erstmal die auszuschalten, die Viecher neu spawnt, ne? Weil wir haben ja immer erst die Helfenden, haben wir erstmal ausgeschaltet. Vielleicht war das unser Fehler. Was haben wir da unten? Kupfer. Gut, wir schauen hier nochmal. Da haben wir noch eine vergrabene Mineralieninformation. Haben wir denn hier irgendwo nochmal einen alten Schimmelpilz rumfliegen? Nein. 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 Hallo. Nee, haben wir nicht. Schade. Merkwürdiges Vorkommen. 3 Sterne. Schauen wir mal. Wie viel Pilz haben wir denn jetzt gerade? Na guck mal, da können wir nochmal analysieren. 374, okay. Das ist ja schon mal mehr als die Hälfte. Ja, diese alten Spindviecher hier. Oh! So, Ziel erreicht. Unkontrollierbarer Schimmel. Oh ne, was mache ich denn jetzt hier? Unkontrollierbarer Schimmel. Ach, das ist das. Okay, wie viel kriegen wir denn? Ja, danke dir. Danke dir, dass du es kaputt getreten hast. Ich freue mich für dich. Aber das hat 3 Sterne, aber das hat ja gar nicht so viel Wert. Ne? Das hat ja eigentlich gar nicht so viel Wert. Wir haben 2080 davon. okay. Da wir ja jetzt nichts mehr haben, würde ich einfach mal wieder mit Alfred irgendwo hinfliegen. Komm. So. Einmal hier über den Berg. Matscht er die eigentlich? Macht er die kaputt? Nee, ne? Okay. Aber hier. Das ist ja nicht so schlimm. Geil. Mega geil. Und mit dem können wir auch Vorkommen abbauen. So, ich gehe mal hier runter ins Tal rein. So. Boah, ich finde das mega geil, Alter. Ich finde das mega geil. Ich will überhaupt keine Missionen mehr machen. Ich will einfach nur noch mit dem rumlaufen. Aber wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Gut, vielleicht war das jetzt nicht hier die beste Idee, weil hier ist, glaube ich, rein Janischt. Ne, hier ist rein Janischt. Okay. Pass auf, Alfred, wir machen Folgendes. Wir gehen da hoch. Ne, versuchen es zumindest. Dass wir da hochkommen. Guck mal, hier die alte Pflanze. Tschüss. Ne? Schade, dass er nicht noch rennen kann. Das wäre auch noch geil. Das wäre ja auch noch geil. So. Ne, schneller läuft er leider nicht. Hallo. Aus dem Weg, Junge. Ne? Ne, du kleine alte Pissdrohne, du? Okay, ich hör auf. Ne?
Ich höre mal lieber auf, sonst gibt's gleich wieder Ärger und der eine kommt da. So, einmal hier hoch. So, zack. Und zack. Und zack. Und nochmal zack. Und nochmal zack. Ich halte die ganze Zeit Leertaste gedrückt. Oh, was ist denn hier? Oh. Können wir hier speichern und kartieren? Oh, Wegpunkt. Ach, was. Was haben wir denn jetzt bekommen? Notsignal? Kleinere Siedlung entdeckt. Nein, bitte keine weitere Siedlung. Und vor allen Dingen keine kleinere. Organische Struktur. Entschuldigen Sie. Haben wir denn hier nichts? Da, Pilzgeflecht, mein Gott. Wurde ja auch mal, manchmal mal. Wurde ja auch endlich Zeit. So, ab dahin. Konnte er das mir nicht schon da unten anzeigen, dass da eins ist? Ging das nur hier oben? Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Das wollte ich nämlich versuchen zu vermeiden, dass der hier runterschliert. So. Komm schon. Ab nach oben. Und einmal hier noch. Zack, da wären wir. Moin! Hat er gerade eine kaputt gemacht? Ich hoffe nicht. Achso, das ist gar keine. Die kann ich so mitnehmen. Okay, ich mach das einfach mal. Dann nehme ich diese mal so mit. So, zack. So, Pilzgeflecht. Pilzgeflecht. Ich hoffe, dass das jetzt reicht, um die Säure herzustellen. Schauen wir mal. So, her damit. Ja, mit dem alten Pilzschimmel. Ah, sowas würde ich mir auch gerne mal in eine Basis stellen, ne? So einen alten Pilzschimmel. Ne? Ist zwar nicht geil, ne? Schimmel inklusive an den Wänden, aber ist mal was anderes. Ist mal was anderes. Okay, sonst haben wir hier keinen mehr. Dann lass mal gucken. 583, willst du mich verarschen? Oh, nur ein paar. Es fehlen nur ein paar. Das alte Pilzgeflecht. Oh Gott, wie viele vorkommen. Das ist Weizen. Das ist eine Erbse. Das ist nichts. Das ist sogar wieder unterirdisches Ding. Das ist wieder Weizen. Okay. Gut. Dann gehen wir mal weiter in die Richtung, aber ich möchte nicht die Siedlung übernehmen, ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, ah, Siedlung, ja, du musst da hin. Nein, 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 wir haben noch unsere Siedlung. Ach, guck mal hier vorne. Ja, geil. So. Zack. Gut, dann können wir die nämlich nochmal mitnehmen. Ich nehme mal alle mit. Ne? Auch wenn wir jetzt schon genug hätten. Aber egal. Wer weiß, wann wir sie mal wieder gebrauchen könnten, ne? Das alte Pilzgeflecht hier. Gut, dann hätten wir das. Da vorne haben wir noch einen. Legt er sich gerade mit Alfred an? Hm, keine gute Idee. Ist das... Ah, Alter, diese Spinnendinger, ne? Okay. Mhm. Oh, ey, diese Sache... Ich muss verkaufen. Okay, was brauchen wir für eine Säure? Bestimmt eine alte Metallplatte? Ne, Mordit. Ach, Mist, Mordit, ja... Von Mordita geht das Zahnfleisch weg. Hatten wir nicht noch Mordit? Mist. Das eine Ding habe ich mitgenommen jetzt, ne? Jupp. Ja. Ich rufe mal eben das Schiff hier. Scheiße, Mordit, wo kriegen wir das denn nochmal her? Warte mal. Trotz zahlreicher Studien ist über diese unheimliche nur wenig bekannt. Sie wird von den Kadavern sterbender Kreaturen freigesetzt. Kann aber auch von der Mordit-Wurzelpflanze gewonnen und speziell kultiviert werden. Ja, Mordit. Mordit-Wurzelpflanze, was soll denn das heißen?
Sie wird von den Kadavern sterbender Kreaturen freigesetzt. Heißt das, ich muss Tiere töten? Warte mal, wenn das bei ihm im Exo... Ja. Okay, dann kommt das von... Dann müssen wir... Ne? Lass mich raten, wir werden jetzt kein einziges finden da unten. Moin, Freunde! So, tut mir leid. Aber gut. Du weißt ja, wie das läuft, ne? Ne? Ja, da kriegen wir Modit. Tut mir leid. Das tut mir so in der Seele weh. Tschüss. Haben wir genug? Ja, haben wir. Gut. Dann einmal Säure. Und einmal zack. Und einmal zack. Ja. So. Sehr, sehr schön. Gut, dann hätten wir alles, ne? Was macht das nochmal? Senkt den Treibstoffverbrauch für den Diadus-Antrieb des Minotaurus signifikant. Minus 36% Treibstoffverbrauch. Geil. Ja, das merkt man schon. Nichtsdestotrotz würde ich den hier nochmal mitnehmen. Dann mal zur Raumstation fliegen. So, zack, her damit. Die Scannermodule und Waffenmodule, die würde ich gerne einmal eintauschen. Dafür brauchen wir einmal Erna. Da ist Erna. Pass auf, das Raumschiff, das Raumschiff. Pass auf, pass auf, pass auf, das Raumschiff. Geil. Alfred, wir sehen uns gleich wieder, ja? Ich bin sofort wieder bei dir. Na, tschüss. Okay. Weil dann will ich nicht mal auch nochmal schauen. Hilfe. Wegen Exo-Anzugsmodul teilen, ne? Dass wir da ein bisschen upgraden. Mal schauen, was wir da kriegen. Ne? Dann wollen wir mal ein bisschen schauen. Und wenn wir die Sachen jetzt verkaufen, dann kriegen wir ein bisschen Nanit wieder. Ja, und die anderen Sachen, da muss ich echt mal schauen. Da muss ich vielleicht echt mal in Ruhe schauen. Weil das ist nicht einfach so, weißt du, ich will jetzt nicht unbedingt da, ja komm, da sage ich jetzt ciao und am Ende wäre es dann noch besser gewesen, weißt du, wie ich meine. Also die Sachen, die wir im Lager haben, da haben wir ja einen halben Lagertank voll von den ganzen Modulen. Ja, da muss ich mal schauen, was da auch, für was ist, ne. Und je nachdem, danach können wir dann verkaufen. Aber nicht jetzt. Wie gesagt, die Waffen und Scannermodule, die verkaufe ich, die brauche ich ja nicht. Ne? Die nützen uns ja nichts. Und die anderen Sachen, hier ist Schrott und den ganzen Kappes, ne? Schauen wir mal. So, da bin ich wieder. Ah, Widif-Zyklus, Home Sweet Home. So. Dann lass uns mal schauen. Genau, erstmal gehen wir Handelsterminal. So, kaufen, was hat er denn? Ferritstaub. Metallplatten für 1000, die Metallplatten, oh Gott, ey. Kabelbaum, ach guck mal, Kabelbaum kostet hier 57.000. Nur. Ich bin am überlegen, das sind nochmal 10.000 weniger, ne? Wenn wir uns mal 10 jetzt kaufen. Komm, ich kaufe mal 10. Dann schauen wir mal wegen Verkaufen. Ja. 2080 für 41.000. Ich glaube, was Besseres kriegen wir davon nicht, ne? Weil... für was brauche ich das? Weißt du? Das ist so die Frage. Ich brauch's halt nicht und ich glaube nicht, dass ich das irgendwie was nehmen kann, um irgendwas herzustellen. Glaube ich? Ich guck gleich nochmal. So, Navigationsdaten, nein. Rufstation, nein.
Hier eine Handvoll Zahnräder. Tschüss. Dann... Mehr haben wir hier nicht? Ernsthaft? Okay. Die Viking-Bildnisse, ganz ehrlich, tschüss. Nein! Doch, war ich. Nein, war nicht richtig. Mist! Ja. Scheiße, ich habe irgendwas verkauft. Egal. Ich glaube, irgendein Treibstoff oder so, ne? Batterie oder so. Machst du nix. 26, ja. Ach, guck mal, Multiwerkzeug-Erweiterungsplatz. Habe ich das gefunden? Tatsächlich. Ehemals nützliche Federn. Warum konnte ich die denn jetzt nicht verkaufen? Oder habe ich die nicht gesehen? Nee, dieses Metall. Ciao. Da, ciao. Wahrscheinlich, weil ich zu schnell war, ne? Ja. Pilzschimmel. Behalte ich mal. Genau, und das hatten wir ja gesehen. Gut. Multi-Werkzeug-Erweiterungsplatz ist ja natürlich schön. Wir bräuchten mal einen Exo-Anzug-Erweiterungsplatz. Das wäre mal schön. Das wäre mal schön. Aber nein, wir kriegen ja hier nur die alten Sachen. So, pass auf. Dann mache ich das direkt mal. Jo. Jo. So, und jetzt können wir hier ihm die Dinger verkaufen, die wir nicht brauchen, ne? Hilfe? Hallo? Ach, mein Gott, dieses Mikrofon manchmal. So, verkaufen. Zack, 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 zack. Skack, skack, skack. Skack, skack. Ja. Ein äußerst leistungsstarkes Upgrade für die Belüftungsmembran des Exo-Anzugs. Plasmawerfermodul. Ja. Gut. So. Hier wollte ich jetzt mal schauen. Jo. 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 Verkaufen können wir nichts, ne? So, Exo-Fahrzeug-Laser-Modul. Hier. Für die Bordkanone, das kaufe ich. Antriebmodul. Antrieb. Kanone haben wir ja, ne? Genau. Boost C. Das kaufe ich auch. So. Ne? Brauchten wir hier noch was? Nee, ne? Erstmal nicht. Okay, pass auf, dann will ich nämlich rübergehen. Nochmal gucken in einer anderen Station wegen Boost-Modul, ne? Das würde ich gerne nochmal machen. Missionsagenten, da haben wir noch nichts. Und dann können wir, genau, dann können wir mal ein paar Nebenmissionen machen. So. Feteria Außenposten. Das müsste ja dann genauso heißen, ne? Oder nicht? Oder nein? Oder nicht, oder nein, oder nicht, oder nein. Ah ne, da war ja eine gesetzeslose Station. Stimmt. G-Wood 1 Zyklus. Ich mach mal Industrie in Entwicklung. Konfliktstufe instabil. Ich geh mal hier hin, komm. Einmal just for the lols. Wenn ich nehme ich erstmal die Upgrade-Module, ne? Und pack die da rein. Dass wir da dann auch besser sind. Dafür gebe ich gerne meiner Need aus, für den Minotaurus.
Ja. Das finde ich gut. So. Dann einmal rüber. Ja, ich weiß, die einen Schiffe könnte ich auch verschrotten, aber... ich traue mich nicht. So. Ja. Ne, der hat nur dasselbe. Humboldt-Antriebs. Okay. Humboldt-Antrieb. Welchen Antrieb haben wir denn? Ah, fuck. Das weiß ich gar nicht, ne? Ja, scheiße, ich habe gerade irgendein Dings gekauft, ne? Obwohl ich gar nicht weiß, welchen Antrieb ich habe. Scheiße! Ja. Das war natürlich nicht so schlau. Ja, gut, okay. Wir schauen einfach mal. So. Und da. Dann schauen wir einfach mal. Vielleicht haben wir auch den richtigen. Wer weiß. So. Da sind wir. Jo. So, pass auf. Ja, ich gehe mal hier rein. So. Welchen Antrieb haben wir? Seidlus-Antrieb haben wir, okay. Wo sind die Sachen, die ich jetzt gekauft habe? Hier, ne? Und das andere? Okay, ist für jedes, ne? Für jeden Antrieb. Ja, für den Minotaurus-Antrieb. Gut. Installieren. Zack. Und installieren. Zack. Was? Kann ich die... Wieso kann das denn nicht hier? Ach, das ist für ein anderes, ne? Aber stand da nicht... Ach, Exo-Fahrzeug. Ah. Ach, so. Ach, guck mal hier. Zack. Können wir das hier installieren? Oder ich würde das gar nicht in dem Kleinen machen. Ich würde es im Koloss versuchen. Ne? Ich glaube, hier macht das mehr Sinn. Jo. Dann machen wir nämlich nochmal turboladend. Jo. Ne? Zurück. Piep, 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 piep. Oh, Entschuldigung. Okay, da müssen wir drauf achten. Minotauren, ne? Ja, okay. Gut. Gut, ich würde sagen, jetzt, da wir das ja, ne? Achso, das ist nochmal für den Exo-Anzug, ne? Ja, okay. Oh, wir haben so viele Sachen dabei. Ja, 13 Kabelbäume. Eigentlich sehr gut. Eigentlich sehr, sehr gut. Gut, wir können... Ich würde jetzt, glaube ich, erstmal eine Aufnahmepause machen. Ne, wir sind schon ein bisschen länger dran. Und demnächst...
haben wir ja jetzt den Minotauren, ne? Ich bin sehr, sehr froh. Und dann machen wir demnächst das nicht mit dem Atlas nicht. Warte, das können wir noch eben machen. Komm. Das können wir noch eben machen. So, da ist er. Reisender, diese Daten bereiten mir Sorge. Mein Kind ist in der Lage, Signale von unbekannten Quellen aus der gesamten Galaxie zu empfangen. Ich kann es nicht vor den widerlichen Gedanken der Gag oder den herben Scans der Wächter beschützen. Wenn du Ionakkus findest, werde ich Baupläne für Polyfasern entwickeln, damit wir einen Schutzmantel herstellen können. Verschwende keine Zeit, Reisender. Sein junger Verstand ist leicht beeinflussbar. Warte mal, Ionakkus, wie viele braucht er denn? Ja. Reisender, vor einigen Tagen hatte ich einen Albtraum. Das haben wir gemeinsam, oder? In meinem Traum habe ich nach der Konvergenz gerufen, aber keine Antwort bekommen. Ich habe nach dir gerufen, aber du hast nur gelacht. Und zu guter Letzt habe ich nach meinem Signal gerufen. Niemand hat mir geantwortet. Verstehst du, was das bedeutet? Das hat nichts zu bedeuten. Das bedeutet, dass wir allein sind. Das bedeutet, dass wir allein sind. Ich sage dem Wissenschaftler, dass seine Träume sein Innerstes widerspiegeln und dass seine Einsamkeit sein Unterbewusstsein füllt und auf seine Träume übergreift. Damit mache ich ihn nicht gerade glücklich. Achso, wir brauchen noch einen Ionenakku. Ja komm, dann stellen wir noch einen her. Zack. So. Ja, das kennen wir bereits. Ja, was hat nichts zu bedeuten. Ich wollte wir schon alle wissen, blablabla, bitte träumen. Wenn sie irgendwann ausdrücken, dass unsere Ängste jedoch nicht die Realität. Meine Worte scheinen ihn zu beruhigen, aber ich habe den Verdacht, dass ihm noch etwas anderes Sorge bereitet. Zum Wissenschaftler zurückkehren. Ja, hier. Ja, habe ich. Der Korvac sieht besorgt aus. Die Trennung von der Konvergenz und die Angst um sein Kind machen ihm zu schaffen. Vielleicht können ihn die Batterien etwas beruhigen. Danke, Reisender. Es ist gut, dass wir das kleine Signal beschützen können, aber ich fürchte, das reicht nicht. Hier, nimm eine Kopie der Pläne für die Polyfaser. Sie könnte dir nützlich sein. Gib mir jetzt bitte einen Moment. Ich muss mein Kind unterrichten. Okay. Taktusfleisch-Sternknolle. Aus einem fortschrittlichen synthetischen Polymer hergestellte Verbindungsfaser, die als Leitung für Energie und Daten verwendet werden kann. Okay, nice. Gut, jetzt machen wir mal Schluss, ne? Wir sehen uns in der nächsten Aufnahmeseason. Aufnahmesession. Grüß mit Zukunft, John. Ne? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao, ciao mit V. Tschüss.